Das ist eine Chili-Sorte. Ah, Chili. Ja, das ist auch sanft. Passiert so ein bisschen nichts. Schärfe, die dann so nachkommt. Schmecken Sie da schon Schärfe? Ja. Ja, jetzt kommt was. Ja, ja? Sehr gut. Ja. Aber es ist angenehm. Gut, wir machen eine kurze Trinkpause. Wir sind gleich wieder da. Habt ihr mir ein Wasser? Sonniges Hallo von der Bundesgartenschau hier in Heilbronn. Heute als Gast habe ich Professor Dr. Ulrich Heckel, Oberkirchenrat und für welchen Bereich zuständig? Theologie und weltweite Kirche. Haben Sie einen grünen Daumen? Das Gemüse weniger, mehr so Nussbaum oder so. Das habe ich als Gemeindepfarrer zum Abschied geschenkt vom Kirchengemeinderat. Da war der Nussbaum der Baum des Jahres und der wächst und gedeiht. Gut lutherisch wäre natürlich ein Apfelbäumchen gewesen. Das habe ich dann im Reformationsjubiläum gepflanzt mit dem Haus des Forstes. Das heißt, all Ihre Pflanzen in Ihrem Garten sind mit Ihrer theologischen Karriere verbunden? Ja, kann man. Klar, wir leben ja auch in Gottes Garten. Können Sie damit umgehen, ohne sich schwerwiegend zu verletzen, dass wir die Genau, alle Finger sind noch dran. Okay, sehr gut. Das ist das Ziel. Und außer Bäumen? Sonst irgendwelche Pflanzen im Garten? Rosen. Rosen. Und pflegen Sie die oder haben Sie einen Angestellten? Die Rosen macht eher meine Frau. Ich bin für die Gartenhecke mit den Buchen zuständig. Und fürs Schneiden von Flieder und Eibe. Wie groß ist Ihr Grundstück, wenn ich fragen darf? Muss man sich das als so kleines Waldstück? Nee, gar nicht, sondern normaler Garten halt ums Haus rum. Wissen Sie, wie Mangold schmeckt? Ja. Ich schätze das als südländisches Gemüse und Beilage. Ich habe mich gerade im Vorfeld aufklären lassen, dass man das auch einfach so probieren kann. Aber ich kenne es sonst eher gedünstet, aber ich spricht nichts gelbe. Dagegen. Ich glaube, ich muss mal den roten probieren. Der gelbe war jetzt nicht so prickelnd. In der Tat. Rot ist ein bisschen säuerlicher. Ja. Wäre jetzt meine erste Wahl. Sie dürfen mir, wenn Sie können, nebenher ein bisschen erklären, was so Ihre alltäglichen Aufgaben sind. Also es ist jeden Tag und jede Woche völlig anders. Also wir sind für Partnerkontakte zuständig und jetzt hat im Mai der Landesbischof zu einer ökumenischen Visite eingeladen, war ein Dutzend aus Partnerkirchen da zu Besuch und die haben unsere Kirche angeschaut, Einrichtungen, Gemeinden, Gottesdienste gefeiert und dann ihre Eindrücke mit dem verglichen, was sie von ihrer Heimatkirche, ihren eigenen Gemeinden kennen. Waren die mit den Gottesdiensten zufrieden? Ja, die Orthodoxen zum Beispiel meinten, dass bei uns mit der Kirchlichkeit das klar ist, wenn man keine so schönen Gottesdienste feiert, dann fehlt es an der Attraktivität. Afrikaner sehen das vom Stil des Gottesdienstes her natürlich anders. Wir haben uns in Stuttgart mal umgehört, ob Menschen in den Gottesdienst gehen und wenn ja, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Und die Umfrage schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Ich gehe in den Gottesdienst, eigentlich fast jeden Sonntag. Weil ich auf der Suche nach Gott bin. Nein, zurzeit gehe ich nicht in den Gottesdienst. Ich habe einfach nicht mehr den Gedanken daran und habe auch irgendwie keine Zeit. Ich denke, dass die Kirche als Ort des Glaubens nicht unbedingt die Anlaufstelle sein sollte, sondern jeder für sich selbst seinen Glauben leben sollte. Ich gehe nicht in den Gottesdienst, weil es mir rein gar nichts bringt. Ich gehe nicht regelmäßig, aber ich finde es trotzdem interessant. Ich gehe höchstens in die Kirche, um ein bisschen Ruhe zu finden oder nachzudenken. Nur zu Hochzeiten, Osternfest, Taufen, also nur Familienfeste. Die Kirche ist weit entfernt von das, was ein Mensch wirklich braucht. Unsere Kinder sind zwar getauft und wir gehen an christlichen Festen in die Kirche, aber ansonsten eigentlich nicht. Also ich gehe in Gottesdienst und ganz einfach aus dem Grund, da ich an Gott glaube. Trotz mancher Zweifel. Ja, da ist die ganze Vielfalt von Gottesdiensten erwähnt worden. Der Kirchgänger, der jeden Sonntag geht, dann die großen kirchlichen Feste, dann bei Familien, Taufe, Trauung, auch Beerdigung gehört dazu. Eine große Vielfalt. Ein orthodoxer Bischof hat in der Auswertungsrunde gesagt, dass die Gottesdienste nicht schön seien. Ja, weil die orthodoxe Liturgie in Russland oder in Griechenland viel länger und mit vielen Gesängen ist sehr ausführlich. Glauben Sie, dass sich ein Mensch, der diesem Deutschland hier entspringt oder Württemberg, sich 4 Stunden in den Gottesdienst setzen würde? Das ist ja jetzt nicht bei uns ja völlig anders. Wir sind anders geprägt. Ein Afrikaner aus Kamerun ist wieder anders geprägt oder in Brasilien. Wie ist es dort? Ja, Afrikaner, da ist es sehr viel lebendiger mit Gospels, mit viel Musik, mit viel Singen, viele Lieder, die
von der Länge erreichen, die durchaus eine ähnliche... Wenn wir kurz mal den Eimer geben, der da rechts steht, dann laden wir mal kurz um. Durchaus eine ähnliche Länge wie ein orthodoxer Gottesdienst. Jedenfalls viel länger als bei uns der normale Sonntagsgottesdienst von 10 bis 11. Diese Pflanze hier nennt sich die Lila Lucy. Und die Lucy würde ich Ihnen einfach mal anvertrauen. Erstmal ein schönes Loch buddeln. Wenn wir schon bei Früchten sind, welche Frucht des Geistes ist Ihnen besonders wichtig? Die höchste ist die Liebe. Aber eigentlich sind es drei: Glaube, Hoffnung, Liebe. Die größte aber ist die Liebe. Wie wird man Oberkirchenrat? Wenn man nur ein anständiger Schüler ist, ein halbwegs anständiger Student und dann einfach, also es basiert nur auf Können, oder würden Sie sagen, dass Glück und Beziehung auch eine Rolle gespielt hat? Es ist immer auch Glück, auch besondere Konstellationen und Erfahrungen. Und ich war nicht nur ein guter Schüler, habe auch meine Lehrer geärgert. Machen wir mal nebenher noch. Meine Lehrer geärgert, vor allem in der Pubertät. In der 8. Klasse können Jugendliche einfach nicht stillsitzen. Okay. Sondern müssen irgendwie bubeln oder so. Das heißt, das muss auch in den Konfirmandenunterrichten berücksichtigt werden. Klar, also konnte ich mich immer sehr gut in meine Konfirmanden reinversetzen. Sehr gut. Das heißt, Sie haben auch selber ein Kerbholz der Streiche. Ja, das eine oder andere hat man schon gemacht, klar. So, das ist der Beinwurz. Da nehmen Sie jetzt mal ein bisschen, also von den Pflanzen, und riechen mal da dran und sagen mir nach, was das riecht. Also mit den üblichen Weingeschmäckern kommt man nicht hin. Irgendwie ist es ein bisschen anders. Riesling, halbtrocken. Ich finde, es hat was von Haribo. Das ist für mich jetzt nicht der Maßstab. Sie fühlen sich wohl im Kollegium? Im Prinzip ja. Es gibt aber natürlich Tagesordnungspunkte, wo man verschiedener Meinung ist. Das ist dann auch wieder klar. Ja? Was ist so Ihr größter Baustein, wo Sie sagen, damit tun Sie sich schwer, wenn das auf der Tagesordnung steht? Das ist ja ganz klar. Viele Anträge aus der Synode landen von der Zuständigkeit bei mir. Dann muss ich einen Antrag machen für die Mittelfrist. Und das kostet Geld. Und Finanzdezernat will manche Sachen machen, aber bei vielem auch das Geld eher zusammenhalten und für die kommenden Jahre. Und das ist ein natürlicher Konflikt. Die Zukunft hält viele Dinge bereit, auch für unsere Kirche. Wie sieht es denn aus mit Thema Klimaschutz? Das ist gerade in aller Munde. Was hat die Kirche da für eine Aufgabe? Also zum einen haben wir eine eigene Verantwortung im Blick auf Pfarrhäuser und Gemeindehäuser, dass die gut isoliert sind, dass die Energie nicht verloren geht. Aber die Hauptaufgabe der Kirche ist eigentlich, an der Überzeugung zu arbeiten, an der Einsicht, dass wir jetzt hier auf der Bundesgartenschau im Garten sind, aber dass eigentlich die ganze Welt für uns ein Garten ist, den Gott uns zur Verfügung gestellt hat und wir damit sorgsam und verantwortlich mit umgehen. Was heißt das denn konkret für die Gemeinde in Hinterdupfenbach? Was sagen Sie denen? Also können die überhaupt was machen oder müssen die einfach beten, dass es besser wird? Das ist eine Frage an unsere Lebenshaltung, an unsere Lebenseinstellung und Gestaltung des Lebens. Wir haben jetzt im Umweltrat ein Papier rausgebracht, Wachstum neu denken. Das geht davon aus, dass Wachstum eigentlich früher werden und vergehen ist. Im Frühjahr wächst, im Sommer reift es und im Herbst wird die Ernte eingebracht. Mit der Industrialisierung wurde es eigentlich nur noch zu einer quantitativen Steigerung. Mhm. Und dann hat man gemerkt, dass das zu viel Ressourcen kostet und wir da kritisch mit umgehen wollen. Und der Umweltrat fragt jetzt nochmal ganz neu, was macht eigentlich Lebensqualität aus? Was bringt Zufriedenheit, Erfüllung des Lebens? Und das kann nicht immer nur das Mehr sein wollen. Also Geiz ist geil, ist zwar eine starke Formulierung, aber Gier macht nicht glücklich. Sind Sie in Bezug auf die Zukunft, nicht nur für diese Pflanzen, sondern auch für unsere Kirche, positiv gestimmt? Gott hat seine Zusage gegeben, ich will bei euch bleiben bis an der Weltende. Und das gilt für große Gemeinden, das gilt für kleine Gemeinden. Und jeder lebt seinen Glauben und das ist etwas Entscheidendes. Und das kann man miteinander tun. Und wie auch immer, das werden wir auch weiterhin mit Freude praktizieren. Wir sagen vielen Dank. Schwätzle mit Schwarz verabschiedet sich für diese Folge. Und wir wünschen Ihnen einen schönen heißen Sommertag. Bleiben Sie uns gewogen.